Und nach einem Toilettenpäuschen begrüße ich euch zurück bei Sniper Elite 3. So, wir sind immer noch in der gleichen Mission. Ich hoffe, diesmal verkacken wir nicht mehr, weil nochmal das Ganze jetzt wieder zu berühren wäre ziemlich doof. So, vor allen Dingen halt, da es in eine Aufnahme wandert. So, in eine Aufnahme ist. Und zigmal das gleiche zu zeigen halt doof ist, muss ich mich anstrengen und möglichst keine vielen Wiederholungen reinkriegen. So. Kriegen wir hier irgendwo eine gute Sniper-Position mit Geräuschmaschine oder so? Ich glaube, da kommen wir gleich auch noch hin. Wir gehen ja irgendwie so rund um den See. Schon irgendwie so leicht verarschmäßig. Wenn da jetzt keiner ist, und nachher sind da erstmal Riesenmeute an Gegner. So, kurz am Ohr kratzen. In Bauchlage sollte ich da durchpassen. Ja? Gut zu wissen. Aber wie gut, dass du auch mit dir selber redest, Freundchen. Tue ich zwar auch immer bei diesen Aufnahmen, aber egal. So. Hier sehen wir niemanden. Ja, sag bloß, wir schleichen uns jetzt wirklich nur in diesem Lager vorbei. Hatten wir den gehabt? Sitzen nicht gesehen, hat sich umgedreht. Hier haben wir ein Häuschen mit irgendwas. Was haben wir da? Oh, shit. Da ist er! Da drüben! Scheiße! Ich habe ihn im Visier! Du bist ein toter Mann! Verfluchter Amerikaner! Ich sehe ihn! Scheiße! Oh. Ich sollte die Leichen aus dem Weg schaffen. Das hätte auch hier nichts gebracht, weil du selbst gesehen wurdest. Scheiße! Hallo. So. Scheibenkleister. Hier hinten sehe ich so erstmal nix. So. Da geht's nur zurück. Hier wird's gerade wieder ruhiger. Da sehe ich jemanden. Weil wir sowieso weitgehend schon entdeckt sind. Können wir das auch ziemlich offen machen, weil die halten ja sowieso Ausschau nach uns. Jetzt weiß ich auch, dass am Feuer jemand ist und hinter dem etwas weiter ist auch noch jemand. Den Weg schaffen. Da sehe ich jetzt erstmal niemanden mehr. Da ist noch jemand. Jetzt nicht mehr! Zumindest jetzt gleich, wenn die Kohle mal nicht angekommen ist und da ist er. Position wechseln, danke.
Ja, ganz genau. Nicht unachtsam werden. Das ist ein guter Tipp. Weitersuchen. Er ist hier irgendwo. Scheiße. Da drüben. Fuck. Scheib, da ist er. So, hier haben wir jetzt noch die Möglichkeit, da durchzuflüchten, wenn es zu brenzlig wird. Sonst müssen wir gerade mal ein bisschen ausharren. Oscar Mike, okay. 30 von 100, gut zu wissen. Gut. Da sehe ich jetzt auch niemanden. Hier sehe ich niemanden. Da sehe ich auch niemanden. Weiter suchen. Passt auf, wo ihr hintretet. Hier sind die irgendwo in der Nähe. Die Frage ist, wo? So. Achsenbericht. Walens Anwesenheit. Die Anwesenheit General Walens verunsichert mich. Ihn umgibt die Aura eines Mannes, der es gewohnt ist, seinen Willen durchzusetzen. Koste es, was es wolle. Er würde ohne Zweifel sämtliche Hebel in Bewegung setzen, aber was wird dann dem Rest von uns? Aus dem Rest von uns? Was? Aber was wird dann dem Rest von uns? Ja. Fällt das aus, glaube ich. Nicht so schnell, Freundchen. Der wäre erledigt. Ganz netter Schuss gewesen. Meine Fresse, stand direkt neben mir. Ha! Ganz schnell mal erledigen. Und dann abhauen. Oh, der Kiefer. Ja. Das tut weh. Noch einer. Meine Fresse. Habe ich missgebaut. Nicht neben mich geguckt und dann aber den von der Ferne abgeschossen. Es ist schon wieder irgendwo welche in der Nähe. Ich weiß aber nicht wo. Da oben kann man anscheinend hinkommen. Das heißt, ich gehe gleich am besten nochmal zurück. Scheiße. Ja, von da ist auch weg. So. Jetzt gucken wir mal hier hin. Ja, das sieht gut aus. Wir ducken uns aber auch wieder. Hier könnte nämlich auch noch jemand rumhängen. So, kann ich hier hoch? Nein. Ist wohl zu steil für den.
Aber den LKW haben wir ja zumindest schon mal ausgereicht. Und ich habe schon wieder keinen Timer gestellt. Ich stelle jetzt noch einen Resttimer von 15 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange wir schon drin sind. So, hä, was soll denn das? Ach Mist. Habe ich mich auf dem Handy vertippt? So. Oh oh. Nanu? Oh, da bin ich gerade mit dem Handy beschäftigt gewesen, dass der mal dieses Klingeln leiser ist. Dann kriege ich gerade so mit, wie hier auf einmal jemand herkommt. Also wie ich mir gedacht habe, hier laufen auch noch Leute rum. Ich hoffe ganz ehrlich, dass das jetzt nicht wirklich jemand mitbekommen hat. Och ja, und hier hätten wir auch noch so eine gute Position gehabt. Was sind jetzt Geräusche? Hier hätten wir wirklich alles im Überblick gehabt. Ach, da macht das Ding endlich mal Geräusche. So, ach, hier haben wir schon jemanden umgebracht. Das ist recht unwahrscheinlich, dass da jetzt auf die Schnelle noch jemand kommt. Nutzen wir mal jetzt die Geräusche. Da ist einer. Der Kerl am Suchscheinwerfer muss weg. Ich sehe da keinen. Seht ihr da jemanden? Ich sehe den Suchscheinwerfer, aber nicht den Kerl am Suchscheinwerfer. So. Da ist einer. Der rennt zwischendurch da hinten rum. Ist hier noch irgendwie jemand? Sieht nicht dann raus. Hier habe ich wohl schon alle weggesnipert. Bzw. gekillt. Die sind ziemlich weit weg. Ja, das ist noch zu früh gewesen. Jetzt müsste langsam Zeit sein. Ich hoffe, das war noch in den Geräuschen. Scheiße. Scheint zumindest so. Da habe ich jetzt schon wieder zu früh aktiviert. Und da haben wir es auch schon wieder geschafft. Das geht wohl in den Kopf. Jupp. Und wir auch noch. Meine Güte, ich bin so perfekt am Zielen die ganze Zeit. Ich bin der perfekte Sniper, zumindest in Games. So. Wo bewegst du dich hin? Was ist mit dem Typen? Wo ist er hin? Wo bist du? Ach, da bist du. Scheiße. Die Geräusche sind schon weg und der hat mich bemerkt. Komm, zeig dich. Und jetzt die Geräusche. Geräusche. Scheiße. Sind zu spät. Ich hätte mich aus den Augen lassen sollen. Ja, da ist er. Er hat sich wohl beruhigt. Jetzt krieg ich auch noch... Ey, ich hab doch auf Vibration gestellt. Warum krieg ich noch einen Ton?
Das tut mir leid, ich war gerade abgelenkt. Jetzt sind wir 179 Meter genähert. Da ist er. Scheiße. Ist der schon wieder? Meine Fresse. Der ist die ganze Zeit hinter diesen fucking Dingern da. Da ist er. Räusche, Räusche. So. Der wird ziemlich normal erledigt. So, schade. Puh. So, wir bewegen uns weiter fort mit Toyota. Ford und Toyota. Ist hier irgendwas, was mich interessieren könnte? Sie sehen wir nicht dann raus. Scheint wohl ein anderes Camp da hinten zu sein. Also bewegen wir uns erstmal auf den weiter zu. Ja. Blumen ist keine mehr. Das Feuer macht eigenartige Bilder. So. Komisch, das Ding liegt jetzt hier und das Geräusch kommt immer noch von da. Da haben die nicht gerade gut aufgepasst. Niemand, niemand. Den haben wir erledigt. Aber wir schießen trotzdem nochmal in die andere Seite. Scheiße. Das hätte ich nicht machen sollen. Ja, zumindest da haben wir jetzt einen guten Schuss noch gelandet. Nein, das haben wir oft auf den schießen müssen. So, hier sehe ich jetzt auch niemanden. Scheibenkleister. Ich hoffe, das geht gut. Ja, da habe ich auch noch Geräusche von, gehört. So Schreie von denen, aber irgendwie sehe ich nichts. Nix. Nix. Na, da niente. Och, was ist das mit dem Brunnen? Ach, hier hätten wir uns dran verstecken können. So, so. Ach, so ein Sack, meine Güte. Oh! Nein! Nicht abhauen. Boah. Die Wirbel sind weg. Diabolo. Ich bin der Teufel.
Gut. Hier sehe ich jetzt niemanden. Der Feind hat sich zurückgezogen. Echt? Glaubst du? Ich glaube nicht. So. Hier ist mir lieber. Sehe ich ihn so? Nee. Er ist weiter unten. Das heißt, von hier kann ich ihn nicht erledigen. Den sehe ich auch nicht. Schade, ich habe gedacht, ich könnte irgendwo noch einen richtig guten Distanzschuss machen. Hier liegt nichts rum. State alerta. Hier ist jetzt auch nichts. Niente da riferire. Ist das nur der oder ist hier noch jemand? Das muss ich gleich mal austesten, was ich da jetzt gesehen habe. Wo ist der Typ hin? Scheiße. Oh. Oh yeah. Einen schon mal erwischt. Aber es war ein Fehler. Boah, lass mich aus dem Weg. So. Scheiße. Ganz schnell erschießen. Opa. Und... Scheiße. Wow, und das ist sogar ein guter Schuss. Oh, fuck. Er ist hier irgendwo. Oh. Wachsam bleiben. Effettuate una perlustrazione dell'aria. State allerta. Ce l'ho sotto. Scheiße. Meine Fresse. Ja, super. Laden bringt nichts. Ich, boah. Das ist jetzt miserabel. Das ist echt scheiße gelaufen. Nur weil ich diesen High-End-Distanzschuss machen wollte. Tut mir leid, Leute. Es tut mir ganz ehrlich leid. So, wir machen jetzt aber ein kleines Folgenpäuschen. Das heißt, ich hoffe, jetzt läuft's richtig nach Ende mit dieser Folge. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und tut mir leid.